Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir zocken Resident Evil 4 und ich habe leider eine schlechte Nachricht. Und zwar habe ich einen gesamten Part nicht aufgenommen. Ich habe leider drüber gespeichert und ich werde auf jeden Fall in Zukunft daraus lernen, dass ich einfach zwei Speicherspielstände anlege. Ich erzähle dir einfach mal, was passiert ist. Also wir haben Salazar getötet, den kleinen Pupser. Und mehr ist nicht passiert. Er ist zu einer Pflanze geworden und so ein riesiges Monster. Und wir haben ihn abgeknallt. Mehr ist leider nicht passiert. Oder besser gesagt, Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Ashley wurde entführt. Wir haben es nicht geschafft, sie rechtzeitig zu finden. Und sie wurde auf eine Insel entführt. Und auf diese Insel sind wir gerade angekommen. Hier hat uns Ada hingefahren mit seinem Motorboot. Und jetzt geht es weiter auf der Insel. Also es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das ist wirklich scheiße, Mann. Weil... ja, das war schon interessant natürlich, diese kleine Nervensäge zu killen. Außerdem haben wir unsere Pistole richtig krass aufgemotzt, also diese Red 9. Es gibt nämlich unten immer exklusive Verbesserungen dann am Ende, wenn man alles aufgemotzt hat. Und ihr macht jetzt 6,5 Damage. Also das ist fast schon wie eine Schrotflinte vom Damage. Ja, wie gesagt, echt ärgerlich, aber ja, was soll ich tun? Okay, wir haben hier zwei Wege. Ich gehe mal erstmal dahin. Weil die Schreie kommen von der anderen Richtung. Also tue ich erstmal hier alles erkunden. Ja, wie gesagt, das war mir echt ein Learning. Ist auch wichtig, weil jetzt kommt auch bald das Let's Play vom Darksiders 3. Ich habe das auch schon angezockt. Und ich muss sagen, so auf den ersten Blick ist es besser als der erste und zweite Teil, und da kann ich dann ordentlich abspeichern und aufpassen, dass sowas nicht passiert. Okay, sie schreit schon. Ah ja, genau, da ist die Insel. So, soweit ich weiß, kann man diese Scheinwerfer zerstören, genau. Nice. Okay, da ist sie. Mhm. MG. Hallo. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal eine Granate. Nice. Ja, funktioniert. Okay, mal wieder für den Weg. Oh shit, okay, ich bin im Arsch. Okay, bei dem muss man echt aufpassen, da macht ordentlich Damage. Ja, ich wollte einfach hinter die Deckung, damit der andere Fratzel da mir hinterherkommt, damit ich ihn wegräumen kann. Aber gut, alles klar, dann werden wir das anders machen. Ich würde das jetzt trotzdem mal mit der Granate erstmal ein bisschen Damage machen. Und dann vielleicht mit einem Scharfschützengewehr oder irgendwas. So. Genau. Schön. Man muss halt achtet auf die Hitbox sozusagen, nicht sofort nochmal schmeißen, weil dann kriegt er weniger Damage. Ihr seht das, wie er sich bewegt. Seht ihr? Jetzt hat er ihn jetzt doch getroffen. Scheiße, ich komme hier nicht weg. Okay, die machen ordentlich Damage. So, den machen wir am besten. Red 9, die ist jetzt ultra stark. Nein, du triffst uns nicht. So, gleich mal die Granaten verballern. Scheiße, Mann. Ja, komm schon. Alter, das ist echt spannend. Das ist
Kritiker. Ah, da ist noch ein Pratzel im Bunker. Hallo. Nicht. Können wir hier reinkrabbeln? Nee. Wir müssen nicht auf den aufpassen. Mann ey, ich muss ihm mal ein paar mit Scharfschützengewehr am besten verpassen. Scheiße, Mann, hinter mir. Okay, das ist crazy. Das ist crazy. Okay, krieg mal echt Panik. Runter, 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 runter. Nice. Der Gute ist, dass wenn er uns trifft, dann macht er eine kleine Pause. Ich glaube, ich kletter hier mal hoch. War hier nicht was? Ah, nee, das ist das Rätsel. Aber wir können... Ja, hier sind wir safe. Hier sind wir safe. Alter, der ist schon oben, okay? Komm her! Leg! Was? Okay. Okay, nice. Da ist noch Muni. Okay. Okay, ich probiere mal aufs Ganze zu gehen. Okay, ich hab's. Ja, Risky Pisky, ich wollte mal ein bisschen Risiko hier spielen. Komm her. Leck. Shit, Alter. Da hat die Hitbox leider nicht gepasst. Okay, jetzt nicht übermütig werden hier. Weil ich höre hier irgendeinen Motherfucker mit der Armbrust. Ich hab keinen Bock hier noch mehr Schaden zu nehmen. Komm. Hey, ruhig, ruhig. Machen jetzt 6 Damage, 6,1 Damage. Mit einem Schuss. Das ist crazy. Da, guck mal. Da ist der Pratz. Voll bleiben. Leg. Ja, und wie gesagt, sorry nochmal wegen Salazar, dass du das verpasst hast. Du kannst das ganz leicht angucken. Gibst einfach ein Salazar Bossfight Resident Evil 4, dann kannst du ja auf irgendeinem anderen Kanal einfach mal den Bossfight ansehen. Es ist wirklich nichts mehr passiert. Also wir haben nur den Boss gekillt und ja, wenn du das unbedingt sehen möchtest, was ich halt verstehen kann, gib einfach ein Salazar Bossfight Resident Evil 4 und ja, dann siehst du alles. Okay. Magnum Munition, Magnum haben wir immer noch nicht bis jetzt. Genau, diese Teilchen kann man ausrichten. Aber es macht noch keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen erstmal irgendwas einschalten. Das war, glaube ich, hier bei der Tür. Habe ich hier alles gesammelt? Ja, nice. Hey. Ich glaube, wir müssen erstmal hier hin. Und dann, genau. Genau, jetzt müssen wir diese Projektoren sozusagen ausrichten. Ist ganz easy. Nichts Wildes. Okay, erstmal hier hoch. Ja, die Rätsel sind relativ easy bei Resident Evil 4, aber ich finde das eigentlich ganz angenehm. Also so vom Spielspaß. Bin schon gespannt auf Resident Evil 2, wie sie das Ganze machen werden. Ob das wirklich, ja, ähnlich wie das Original ist. Also von den ganzen Rätseln und so weiter. Oder ob neue Sachen drin sind. Ich kann mir vorstellen, dass viele neue Elemente auch drin sind.
Weil es wäre langweilig, wenn das 1:1 komplett einfach eine komplette Kopie wäre. Hab auf jeden Fall schon ein paar Sachen gesehen. Zum Beispiel Ada hat man gesehen. Dann diese Kleine da, ich weiß nicht, wie die heißt, ich hab vergessen, wie die heißt, diese Birkin, also die Tochter von dem, wie heißt er? Ich hab schon alles vergessen. Also von dem Leiter des Labors. Bin echt gespannt, was uns da erwartet. 25. ist es soweit. Ich denke, ich krieg's wieder ein bisschen früher. Kann ich für euch vorproduzieren. Da werden wir auch auf jeden Fall alles machen. Also 100%. Dann wird es natürlich auch ein Let's Play geben für euch. Das wird richtig nice. Resident Evil 2, das waren noch Zeiten. Ich habe das damals als 8-Jähriger gespielt. Das war verrückt. Ich muss sagen, ich habe da nie Angst gehabt. Ich weiß nicht. Also, weil ich kenne so Leute, die haben wirklich Angst. Die haben mit 16 Jahren Angst gehabt, Resident Evil zu spielen. Aber ich fand das immer ganz chillig. Ich denke, das lag an meinem Vater. Also, weil mein Vater, der hat mir alles erlaubt. Und, also alles erlaubt von, ich meine jetzt, ich konnte Horrorfilme gucken, ich konnte alles gucken, also bei mir war nichts verboten oder so, irgendwelche Kampffilme, ich habe als kleines Kind, dass ich Bruce Lee Filme geguckt und was alles geguckt und ich denke dadurch war das halt, also mein Vater hat mir nicht beigebracht mich zu fürchten oder so, sondern hat gesagt, ja schau halt an, ja. Das kann man jetzt natürlich unterschiedlich sehen. Ja, es gibt ja Eltern, die denken, dass es sehr gefährlich ist. Das Kind könnte ja dann ein Mörder werden. Ja. Das kann man natürlich sehen, wie man will. Aber ich denke, das war so der Grund, warum ich einfach das immer locker gesehen habe. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich schon Angst gehabt, aber das, also ich habe, glaube ich, mit 6 Jahren oder so habe ich Freddy Krüger geguckt oder so. Und da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, aber ja, man gewöhnt sich halt dann an sowas und dann macht einem das nichts mehr aus. Also, wie gesagt, bei uns wurde das nicht als irgendwas Schlimmes hingestellt. Und deswegen war ich gewohnt. Ja. Also ich finde auch, dass natürlich beeinflussen uns Medien, also zum Beispiel, da kommen wir glaube ich noch nicht hin. Natürlich ist es alles Einfluss, wenn wir Filme gucken, Bücher lesen und Videospiele spielen, aber ich denke, es ist alles überschätzt ein bisschen. Also mit diesem, gibt es ja wirklich Leute, die glauben, dass wenn man irgendein Ballerspiel spielt, dass man dann zum Mörder wird und so. Also das ist schon natürlich ein bisschen übertrieben, finde ich jetzt als Zocker, weil ja, sonst würden ja, ich weiß ja nicht, wie viele COD-Spiele es gibt, aber sonst würden sie alle Mörder sein. Ja. Und natürlich wird das von vielen Menschen überbewertet. Vor allem, wenn sie halt selber nie gespielt haben und nicht wissen, wie sich das so auswirkt. Ich persönlich habe sehr, sehr viel in Spielen gelernt. Sehr viel. Okay. Hier ist ein Schatz. Eine Katze. Die können wir, glaube ich, upgraden. Ich gucke mal. So, Schätze. Dann gehen wir mal auf die Katze, kombinieren. Hier passt nicht rein. Aber das... Ne, wir haben ein grünes. Wir haben ja hier schon ein grünes drin. Okay, langsam können wir das wirklich verkaufen alles. So, was haben wir hier? Okay. Wir noch mal kurz ablaufen. Hier kommen wir nicht weiter. Ah, hier geht's weiter, genau. Ja, ja, chill. Chill mal. Oh shit, der hat mich tatsächlich getroffen.
hab schon. Okay, nice. Gleich mal heilen. Klick. Oh shit, verarsch mich, ich hab's nicht gleich erkannt. Dass das ein Raketenwerfer ist. Alter, okay, jetzt geht's hier richtig ab hier. Zack, schön auf die Stange zielen. Okay, wir werden hier auf jeden Fall krass empfangen. Von der ganzen Armee auf der Insel hier. So, hier ist jemand mit einem Elektroschocker. Klick. Okay, geh mal ein bisschen zur Seite. Okay, nice, vielen Dank, danke schön. Ja, die Waffe ist deutlich stärker geworden. Deutlich stärker. Wie gesagt, 6,1 Schaden macht sie. Die hat, glaube ich, 2,4 gemacht am Anfang. Das ist crazy. Okay, trifft das so. Ja, die machen echt ordentlich Damage. Zwei davon. Da lohnt sich ja fast schon die Granate. Wenn du die blaue wirfst, dann sterben die sofort, die das lagerst dann. Oder wie die heißen. Oder diese Parasiten. Komm her! Klick! Das ist ein Wrestling. Ja, jetzt 12 Schuss nur noch. Ah, da haben wir Muni. Nice. Ich überlege auch schon, den Revolver zu kaufen, aber eigentlich. Ich schaffe mal das auch so. Für Bossfights. Hallo. Okay, krass. Dann braucht man den. Okay. Nice, dankeschön. So, was haben wir hier? Kraut und Muni. Nice. Schrotflinten. Munition. Die können wir runterspringen, oder? Ja. Okay. Das hätten wir hier draufknallen können. Das werde ich jetzt aber nicht mehr machen, sonst trifft er nicht. Hätten wir uns ein bisschen Munition sparen können hier. Okay, kommen wir hier rein? Klick. Ja, tatsächlich. Nice. Nice. Okay. Jetzt nochmal der Händler. Welcome. Okay, ich würde mal sagen, wir verkaufen jetzt mal unseren ganzen Schmuck da. Er hat wieder neue Sachen. Damit wir uns wirklich schön upgraden. So, die Katze. So. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Kohle. Schrotflinte. Ich würde sagen, wir machen das MP. Da, hier exklusiv 100.000. Reicht nicht. Das wird dann deutlich, deutlich stärker. Okay, ich würde mal sagen, wir machen hier noch den Schaden. 80.000, krank. Und Schrotgewehr 120.000. Nice. Schatzkarte Insel? Nee, würde ich mal sagen, braucht man nicht. Danke. So, speichern wir mal ab. Klick. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part. Abonniert den Kanal, lasst uns einen Daumen hoch und wir sehen uns in dem nächsten Video.